Schnee. Grüß Sie. Hier bei Merkel. Ich freue mich, dass wir hier sind, weil Sie haben über 400 Neuheiten mit auf die Messe gebracht. Und jetzt schauen wir uns ein paar an. Was haben Sie denn mitgebracht? Na gut, wir haben 400 Neuheiten für die Marken Märklin, Brix und LGB dabei nach Nürnberg gebracht. Und wir haben natürlich von der größten Spur, wo wir jetzt gerade sind, die Königsspur, die Spur 1, natürlich dementsprechende Modelle. Wir zeigen hier eine schöne Baureihe 42, wo wir nicht lackiert haben, wo man also ganz genau sieht, welche Materialien werden verwandt bei uns im Hause. Und zwar einmal das Druckguss, aber natürlich auch das Modell Messing, wo einfach die Leute auch sehen, dass diese Lokomotive natürlich eine Wertigkeit hat, dadurch natürlich ein Gewicht auf das Gleis bringt und dadurch natürlich auch eine Zugkraft da ist. Das kann man nicht maschinell herstellen, oder? Ja, wir machen beides. Wir machen einmal natürlich die maschinelle Herstellung, Druckgussmaschinen, wo diese Kessel zum Beispiel aus verschiedenen Segmenten dementsprechend abgegossen werden, aber natürlich dann auch Messingteile, Kunststoffteile, die maschinell hergestellt werden, aber die ganze Bearbeitung, die Feinarbeit, was ist jetzt die Detaillierung und was ist der Grad? Weil unser Modelleisenbahner, das ist derjenige, der auch das Modell anschaut und dann nachschaut, sind auch alle Nieten, stimmt auch der Maßstab, stimmt auch die Länge, wird natürlich nachgemessen und das kann natürlich nur eigentlich die Hand machen und das machen bei uns eigentlich auch die Frauen, weil die Frauen haben so viel Feinmotorik und tun also dort dieses Modell bearbeiten und auch die fleißigen Hände bauen dann diese Modelle zusammen. Ja, auch der Sound, wenn man den hört, das hört sich so original an. Also wenn ich die Augen jetzt zumache, könnte ich auch am Bahnhof stehen. Wir haben ein Team, das also, wenn wir eine Lokomotive auf den Markt bringen, gehen die also her, schauen, wo ist die Lokomotive, gibt es die auch noch fahrfähig und dann werden die Geräusche aufgenommen. Das heißt, wir setzen uns mit dem Betreiber der Lokomotive in Verbindung und dann werden die Mikrofone aufgebaut und dann werden die Töne abgenommen und werden natürlich dann digitalisiert in die Lokomotive eingebaut. Das hier ist ja so die Königsklasse, sagen Sie. Wie viele Klassen gibt es denn bei Märklin? Ja, es gibt verschiedene Spurgrößen. Wir haben einmal die kleinste Spurgröße, das ist im Maßstab 1 zu 220, die kleinste Systemeisenbahn, wo man also auch schon mit Druckguss dementsprechend die Lokomotiven herstellt. Das ist also wie gesagt im Maßstab 1 zu 220. Dann gibt es die Spur N, die haben wir bei der Firma Trix, Mini Trix, der Maßstab 1 zu 160. Dann natürlich die verbreiteste Spur im Maßstab 1 zu 87 und da werde ich Ihnen nachher auch eine schöne Baureihe 42 zeigen, wo also eine komplette Neukonstruktion von unserem Hause ist. Dann natürlich hier die Maßstab 1 zu 32 und für die Leute, die richtig einen großen Garten haben, die haben wir dann noch eine Gartenbahn, die ist im Maßstab 1 zu 22,5 und dort können die Leute dann auch im Winter, auch wenn es regnet, können die dann Modelleisenbahn spielen.